Mitte Juli ist ganz Deutschland mit Bildern der verheerenden Flutkatastrophe konfrontiert. Dass es einen da nicht selbst trifft, hofft wohl jeder. Doch vor so einem Unwetter ist niemand gefeit. Nicht einmal Promis. Das sieht man in Amira Pochers aktueller Instagram-Story. Wie schlimm es jedoch um das Heim der Pochers steht, das am Rande von Köln in einem Nobelviertel liegt, kann man bis jetzt nur erahnen. Der Putz ist von den Wänden abgeplatzt und Kabel von Trocknungsgeräten liegen überall herum. Der Boden wurde wohl auch stark mitgenommen. Wo vorher Parkett oder Fliesen waren, sieht man nur noch den blanken Beton. Wahnsinn, wie sich die einstige Villa der Familie zum Rohbau verwandelt hat. Amira selbst ist noch immer mehr als geschockt. Die Zweifachmama antwortet auf die Frage, wie viel kaputt gegangen sei, nur wortkarg mit sehr viel. Die vierköpfige Familie hatte jedoch zumindest etwas Glück im Unglück. Ihr Nachbar, der kein geringerer als Sänger Pietro Lombardi ist, ließ die Pochers einfach so in seine neu gebaute Villa einziehen. Er selbst geht als glücklicher Single ins Hotel. So viel Hilfe geht ans Herz. Und jetzt heißt es nur noch abwarten, bis endlich das Eigenheim wieder bezugsfähig ist. Doch das kann wohl noch dauern, wie Amira ihren Fans mitteilt. Wir drücken die Daumen, dass es schneller als gedacht zurück ins eigene Zuhause geht.